Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Disney Dreamlight Valley. Moment, ich muss kurz mein Mikrofon mal ein bisschen machen. Ja, genau so. Wir stehen hier gerade in der Steppe auf der DLC-Insel, da wir mit dem DLC weitermachen. Und zwar fangen wir jetzt endlich mit Gaston an. Und danach kommt Rapunzel. Rapunzel kommt zum Schluss. Da von mir aus gesehen das nächste Update schon bald kommt. Ich nehme das gerade am 25.04. auf. Das nächste Update kommt am 1. Mai. Ja. Wird Zeit, wird Zeit, wird Zeit. Aber gut. Ja, wie gesagt, wir fangen jetzt mit Gaston an. Entschuldigt meine Stimme. Ich habe mich anscheinend ein bisschen erkältet. Ich bin jedenfalls nicht so ganz fit von der Stimme her. Ja, und mein Internet ist heute auch nicht so dolle, deswegen ruckelt's. Aber Gaston steht hier hinten. Und ich habe eigentlich keine Lust auf ihn, aber er gehört zum Valley. Erstmal hier ein Foto machen. Boah, dieses Gesicht, ey. Okay. Hi, Gaston. Ich entferne das Ding da erstmal. Entschuldigung. Ist gerade wichtiger als du. Hi, Gaston. So, durstig. Du, Riesenkrug mit Wasser. Komm her. Ich bin kein Krug, ich bin eine Person. Mach dich nicht lächerlich. Ich bilde mir keine Dinge ein. Ich habe mir mein ganzes Leben lang noch nie etwas eingebildet. Da muss ich plötzlich so husten. Also ich weiß ja gar nicht, woher das kommt. Entspann dich, okay? Mein Name ist Mine. Ich bin hier, um dir zu helfen. Du bist echt? Du bist echt. Warte, ich brauche keine Hilfe. Du brauchst meine Hilfe. Und ich helfe nur für Wasser. Oder Juwelen. Dieser seltsame Täuschungszauber braucht ein Juwel. Juwel? Gaston, ich bin auf der Suche nach etwas, das sich Juwel der Zeit nennt. Weißt du, wo es ist? Nein, oder vielleicht. Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich weiß, dass sich die Antwort auf dem Grund eines kalten, erfrischenden Getränks liegt. Gaston, ich weiß, dass du Durst hast und ich werde dir helfen, aber ich brauche auch deine Hilfe. Die ganze Insel der Ewigkeit steht auf dem Spiel. Und wir haben einfach so lange gewartet. Du musst dich zusammenreißen. Erbsen? Zuckererbsen? Oh, ich werde auf der Stelle Gemüse essen. Gemüse? Wie lange bist du schon hier draußen? Ich kann nicht reden. Zu ausgedörrt. Ich werde immer schwächer. Wenn ich nur ein paar von diesen grünen Stachelblättern hätte. Du weißt schon, leckerer als ein Kaktus und genauso voll mit Wasser. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, Gaston. Doch, ich glaube, der meint diese Aloe Vera Blätter da oder wie auch immer die heißen. Oh, und zum Abschluss des Gerichts. Eine dieser protzenden, spinnenartigen Kreaturen, die im Treibsand leben. Und diese kleinen, braunen, süßen Rosinendinger. Okay, ganz klar. Ich muss dir zuerst helfen, wenn ich das Juwel der Zeit finden will. Ich komme gleich mit dem Essen zurück, das du dir gewünscht hast. Halte durch. Auf Wiedersehen. Der Wanderer der Dünen. Gaston ist eindeutig dehydriert. Finde heraus, wonach er in den funkelnden Dünen sucht. Grüne Stachelblattpflanze, biegsames, spinnartiges Ding, süße, braune Rosinendinger. Süße, braune Rosinendinger. Ah, hier, Datteln, meint er wahrscheinlich. Jo. Biegsames, spinnartiges Ding. Das ist nicht gemeint, okay. Heißen die überhaupt Aloe Vera? Ich weiß es nicht. Oder Agave? Heißen die Agave? Ich weiß es gar nicht. Ich guck mal kurz. Zutaten, hier. Agave, genau, Agave. Die Dinger sucht er. Hier. Haben wir einmal Agavenblätter. Da sind nochmal Agavenblätter. Aber was meint er denn mit biegsamen, spinnartigen Dingen? Ich habe gestern Abend mit meinem Mann gespielt. Der hat jetzt nämlich auch mit Disney angefangen. Und ich habe ihm dann gestern Abend noch Kürbisse und sowas vorbeigebracht, damit er sich ein bisschen was, damit er am Anfang ein bisschen mehr Kohle zur Verfügung hat und so. Lass mich mal hier durch. Okay, ich bin hier durch. Ist hier noch eine Agave? Biegsames, spinnartiges Ding. Da ist noch eine Agave. Und noch eine Erinnerung. Und eine Kiste, wo Geld drin ist.
biegsames, spinnartiges Ding. Ich guck mal gerade bei den Fischen. Vielleicht meint er ein Oktopus? Nee, aber er will ja was aus den Dünen. Skelettfisch? Aber was will er mit dem Skelettfisch? Vielleicht ein Skorpion? Okay, es war tatsächlich der Skorpion, den er gesucht hat. Also als Spinnenartig hätte ich das ja jetzt nicht nicht genutzt, sondern besiedelt, so. Hier. Oder gehören die Skorpione zu den Spinnentieren? Kann sein. Ich guck mal. Tatsächlich. Wissenschaftlich gesehen gehören Skorpione zu der Ordnung der Spinnentiere, da sie mit den Spinnen verwandt sind. Krass. So ist das besser. So, ist das besser? Hast du deine Kraft zurück? Ich habe nie meine Kraft verloren, Mine. Mach dich doch nicht lächerlich. Lächerlich. Lass uns Arm drücken. Kannst du nicht einmal zugeben, dass du durstig bist? Oh, ich war durstig, aber ich war niemals schwach. Was machst du denn hier in Gastonia? Wie bitte? Gastonia? Ja, was glaubst du, wo du hier stehst? In den funkelnden Dünen. Wohl kaum, das hier ist Gastonia und ich bin der Herrscher. Ich bin schon eine ganze Weile hier, also habe ich beschlossen, dass es einen richtigen Namen haben sollte. Du weißt schon, etwas, das ich mir ausgedacht habe. Was machst du denn hier? Nun, ich habe in meinem Dorf alles getan, was ich wollte. Alle Trophäen gejagt, alle Bürger beeindruckt. Es gab keine waghalsigen Taten mehr, die ich vollbringen konnte, um ihre Anerkennung zu bekommen. Oh nein, das ist ja furchtbar. Das stimmt. Ich bin auf der Suche nach dem Juwel der Zeit. Hast du in der Gegend von Gastonia irgendwelche magisch aussehenden Edelsteine gesehen? Nein, aber ich bin auch auf der Suche nach Schätzen. Jede Menge davon. Ich kann dich gebrauchen. Nein, eigentlich habe ich. Hast du Erfahrung als Lakai? Gaston, ich habe es hier mit etwas ziemlich Wichtigem zu tun. Die Insel der Ewigkeit ist in Gefahr, wenn ich die anderen Juwelen der Zeit nicht finde. Dann könnte die ganze Insel zerstört werden. Das scheint wirklich schlimm zu sein, aber ist es wirklich schlimmer, als wenn ich, Gaston, ohne jemanden dastehe, der mein Loblied singt und meine Befehle ausführt? Ich glaube, du hast es mit einem Sonnenstich zu tun. Wenn die Insel zerstört wird, singt niemand ein Loblied auf niemanden. Oh, dann ist das ein Problem. Du brauchst einen Helden, der das für dich in Ordnung bringt. Gut, ich werde es tun. Was ist denn dein Plan, Held? Ich werde dir den Weg weisen. Wir beginnen in meinem Lager, der Hauptstadt von Gastonia. Du bist nicht. Ach, weißt du was? Zeig mir einfach den Weg. Ich folge dir zu deinem Lager. Husch, husch. Ich bin fertig mit dir. Das ist nicht die Stimme von Gaston aus dem Film, aber ich kenne diese Stimme. Naja. Was hast du denn jetzt? Willst du ein Ei? Hier hast du ein Ei, bitteschön. Ja, freust dich drüber, gell? Da freust du dich drüber. Njam, 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 njam. Ah, cool. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh, Aladdin. Cool. Wir sind da, die Hauptstadt von Gastonia. Toll, können wir uns jetzt bitte konzentrieren? Was machst du hier in den funkelnden Dünen? Oder in Gastonia? Wenn du dich mit Heldentum auskennen würdest, wüsstest du, dass Helden immer auf Missionen gehen. Ich bin mit Missionen ziemlich vertraut. Seltsam, du siehst für mich nicht wie ein Held aus. Nur weil ich ein Kleid trage? Also bitte. Wie auch immer, als ich zu Hause war und Heldentaten vollbrachte, war mein Lakai LeFou immer an meiner Seite. Ja, weil der Kerl in dich verknallt war. Und zwar ganz schön. Was ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Lakai? Dieser LeFou klingt eher wie dein Gehilfe. Gehilfe? LeFou kann lästig sein, aber ich hatte noch nie das Bedürfnis, ihn als Hilfe zum Gehen zu benutzen. Ich gehe vorzüglich. Nein, ein Gehilfe ist wie ein Freund oder eine Freundin, der dir bei Dingen hilft. Sie sind meist klein und sehr emotional an deinem Erfolg beteiligt. Oh, dann, ja, dann ist das LeFou. LeFou, mein Gehilfe. Das gefällt mir. Und jetzt kannst du diese Rolle für mich bei meiner Suche sein. Wie wär's, wenn du mein Gehilfe wärst? Du hast gerade gesagt, dass dein Gehilfe kleiner ist als der Held. Du bist viel kleiner als ich. Ja, mein Mann und ich haben gestern tatsächlich festgestellt, dass die männlichen Spielercharaktere
tatsächlich einen ganzen Kopf größer sind als die weiblichen. Das ist bescheuert. Ich meine, in Real Life sind mein Mann und ich auch unterschiedlich groß, aber ich bin Zwerg, also bitte. Ich bin 1,62, er ist 1,80. Also, das ist quasi schon eine Fernbeziehung. Wow, du hast tatsächlich etwas mit Logik zusammengefügt. Gut gemacht. Boah, mein Charakter kann echt ganz schön sarkastisch sein. Beeindruckend, ich weiß. Genauso wie alles an mir. Zurück zur Aufgabe. Auf was für einer Suche warst du denn? Meine Suche nach dem Täuschungszauber. Zauberer, Entschuldigung. Hast du ihn kennengelernt? Er trägt einen Stab mit Schlangenkopf, benutzt zu viele lange Wörter, ist ein bisschen durchsichtig. Ach so, du sprichst von Jafar. Ist das sein Name? Täuschungszauberer ist besser. Ich habe ihn getroffen, nachdem ich Gastonia gegründet habe. Er bat mich, etwas namens Juwel der Zeit für ihn zu finden. Natürlich arbeite ich nie umsonst. Er sagte, dass dieses Juwel der Zeit in einem Gewölbe voller Schätze versteckt sei und dass ich alles außer diesem Juwel haben könne. Das Juwel der Zeit ist also in diesem Gewölbe. Das ist wirklich hilfreich. Es gibt nur ein Problem. Wir müssen zuerst den Schlüssel zum Gewölbe finden. Und der Schlüssel ist nirgends zu finden. Vielleicht sollten wir noch einmal überprüfen, wo du überall nachgesehen hast. Deine Schritte zurückverfolgen. Zwei Augenpaare sind besser als eins. Ja, und da ich eine Brille habe, sind wir sogar zu sechst. Oh, es regnet schon wieder. Ich denke, ich weiß es. Wir verfolgen meine Schritte zurück. Ich hasse ihn. Du kannst damit anfangen, das Lager zu durchsuchen, während ich mich ausruhe. Schön. Ich schaue mich mal um, ob ich etwas Ungewöhnliches finde. Puschusch, ich bin fertig mit dir. Ich weiß nicht, woher mir die Stimme bekannt vorkommt. Kokosnussschalen. Dingenskirchens. Ihr wisst, was ich meine. Und ein selbstgemachter Kleber. Hab was gefunden. Bitteschön. Farbpalette, danke. Ich trinke mal kurz was. Gaston, ich habe ein paar Sachen in deinem Lager gefunden, während du ein Nickerchen gemacht hast. Nickerchen? Nickerchen sind für Kinder. Ich hatte eine mächtige und wohlverdiente Pause. Was auch immer. Nein, Boote zum Schwimmen zu bringen, überlasse ich den Schiffszimmerleuten. Während du dich ausgeruht hast, habe ich zwar den Gewölbeschlüssel nicht gefunden, aber dafür diese... Ach das? Die sind von... Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe sie noch nie gesehen. Klingt irgendwie so, als wären es deine. Was? Ich... Ah, mach dich doch nicht lächerlich. Ich spiele nicht mit Handwerk-Gegenständen. Ich jage und mache andere Dinge, die viel Kraft erfordern. Warum die Kokosnüsse? Ah. Warum nicht? Wir sollten als nächstes meinen Schiffswrack durchsuchen. Denn was? Ah. Schiffswrack. Vor langer Zeit habe ich mein Zuhause verlassen und bin auf der Suche nach Abenteuern zur See hinausgefahren. Aber mein Schiff wurde während eines Sturms vom Kurs abgebracht und geriet in eine riesige Flutwelle. Dank meines natürlichen seemännischen Talents und meines beeindruckenden Körperbaus habe ich überlebt. Die Welle drückte mein Schiff weit ins Landesinnere, in diese seltsame Wüste. Seitdem regiere ich hier. Es tut mir leid, Gaston, es muss wirklich hart sein, hier festzusitzen. Festsitzen? Ich sitze nicht fest. Ich bin der Herrscher von Gastonia. Warst du überhaupt nicht einsam? Nun, ich schau her, Mine. Dieses ganze Gerede über Gefühle ist Zeitverschwendung. Wir müssen meine Suche fortsetzen. Mein Schiffswrack liegt in der Ödnis, aber ich komme nicht durch diese verflixten Zeitrisse. Sie tauchen plötzlich auf und stellen sich mir in den Weg. Kein Problem. Ich habe mich schon darum gekümmert. Der Weg zur Ödnis ist frei. Worauf warten wir dann noch? Ich bin sicher, du wirst von meiner Kraft und meinem Körperbau beeindruckt sein. Ich habe das Gefühl, dass du den drohenden Untergang und die Zerstörung der gesamten Insel aus den Augen verlierst. Ich verstehe nicht, warum das mein Problem sein soll. Beeil dich. Oh Gott, ich mag ihn nicht. Keine Spur von dem Gewölbeschlüssel. Nun haben wir es versucht. Ich sage, wir kehren in die Hauptstadt von Gastonia zurück. Du kannst ein Lied über mich schreiben. Die Insel ist in Gefahr. Ohne den Schlüssel gibt es keine Möglichkeit, das Juwel der Zeit zu bekommen. Ohne die Juwelen ist die Insel dem Untergang geweiht.
Aber was, wenn es keinen Skarabäus-Schlüssel gibt und wir bereits verloren sind? Skarabäus-Schlüssel? Du hast nie erwähnt, dass es ein Skarabäus war. Was spielt das denn für eine Rolle, wie der Schlüssel aussieht? Wir werden ihn nie finden. Wir haben an zwei Orten nachgeschaut. Zwei? Haben wir nicht schon genug getan? Nein, nicht wirklich. Wenn du dich so sehr sorgst, dann such halt weiter. Durchsuch die Ödnis. Schau im Treibsand nach. Du wirst sehen, ich habe recht. Du bist eindeutig nicht so geschickt wie ich. Aber nur zu, versuch die Heldin zu sein. Ich werde warten. Du Junge. Bist schon? Wie seltsam. Suche nach dem Gewölbeschlüssel in der Ödnis. Oh, guck mal. Zettel. Schreiben ist seltsam. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Gaston braucht keine Bücher. Trotzdem ist es schön, meine Gedanken aus dem Kopf zu bekommen. Voll süß. Okay. Guck mal, hier ist auch noch eins. Vielleicht ist er in den Treibsand gefallen. Okay. Aber unglaubliche Muskeln verschwinden. Ich muss da ein paar Hanteln machen. Vielleicht aus diesen Kokosnüssen? Süß. Süß! Ach. Aus Langeweile lernt er sogar schreiben. Und lesen. Ach, hast du mich jetzt gerade erschrocken, Eve? Zack. Zack. Und zack. Oh nein, hat er nicht gemacht, oder? Er hat sich einen kleinen Lifu gebastelt aus Kokosnüssen. Ach, wie süß. Du hast einen Lifu gefunden aus Kokosnüssen? Frag Gaston nach deiner beunruhigenden Entdeckung. Was ist das? Gaston, ist das Lifu? Ich habe mich schon gefragt, wo ich den gelassen habe. Du warst einsam hier draußen. Ich? Einsam? Niemals. Ich habe diesen Lifu gemacht, um mir die Zeit zu vertreiben. Mehr nicht. Allerdings ist es eine Verbesserung gegenüber dem Original. Dein Gehilfen neu zu erschaffen scheint etwas zu sein, was eine einsame Person tun würde. Ja, ich muss gerade sehr an den Film Castaway denken. Mine, wenn ich mich einsam gefühlt hätte, würde es mich dann nicht noch einsamer machen, wenn ich einen Lifu aus Kokosnüssen bastel und jeden Tag mit ihm reden würde? Weiß ich nicht. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass es für jemanden, der halt komplett abgeschottet von allem Möglichen ist, der langsam verrückt wird, weil er niemanden zum Reden hat, kann ich mir vorstellen, dass es definitiv eine Entlastung ist, dann zumindest so einen Teil zu haben. Ich kann mir aber auf der anderen Seite auch irgendwie vorstellen, dass das dann einem erstmal so bewusst gemacht wird, nochmal so richtig vor Augen geführt wird, wie einsam man eigentlich ist. Allerdings glaube ich eher daran, dass das Hirn in solch einer Ausnahmesituation ja dann doch eher die Wahl nimmt von wegen, hey, besser die Kokosnuss als gar keinen zum Reden. Er hat dir geholfen. Wohl kaum. Es hat überhaupt nicht geholfen. Ich fühle mich so toll wie immer. Ja, es geht dir hier draußen ganz eindeutig super. Ich gehe zurück in mein Lager. Der Treibsand hat Lifus Farbe beschädigt. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Was ist mit dem Juwel der Zeit? Das Juwel, das der Zauberer erfunden hat und das nur mit einem Gewölbeschlüssel gefunden werden kann, den es wahrscheinlich gar nicht gibt, macht ohne mich weiter. Ich habe nachgedacht. Selbst wenn es einen Schatz gäbe, was dann? Hier gibt es nichts, wofür man ihn ausgeben könnte. Niemanden, den man beeindrucken könnte. Wenn du mich schon nicht helfen willst, kannst du mir wenigstens ein bisschen mehr über diesen Skarabäus-Schlüssel erzählen, den du erwähnt hast. Aha. Gut, der Täuschungszauberer hat gesagt, dass er aus zwei Teilen besteht, die wie ein Skarabäus geformt sind. Und wenn du die Teile zusammensetzt, führt er dich zu einem Gewölbe. Und? Konntest du irgendwelche Hinweise darauf finden? Alles, was ich gefunden habe, ist Sand und ab und zu ein Stück Schrott. Oh, und hier ein Teil von einem seltsamen Metallkäfer. Gaston! Ein Metallkäfer wie ein Skarabäus? Nein. Gaston, beschreib mir bitte, was du für ein Skarabäus hältst.
Du weißt schon, ein Skarabäus. Ein langes, hohles Ding, die man in dem man ein Schwert aufbewahrt. Nein. Ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Schwertscheide, Gaston. Das nennt man Schwertscheide, nicht ein Skarabäus. Ein Skarabäus ist ein Wüstenkäfer. Genau wie der Metallkäfer, den du gefunden hast. Das kann nicht richtig sein. Schon gut. Häng du mit deinem Kokosnuss-Lifu ab. Ich übernehme das. Na gut, übrigens, ich habe den Käfer irgendwo in der Steppe weggeworfen. Wahrscheinlich in eins dieser Zeitdinger. Aber da du durch die Zeitrisse gekommen bist, wirst du ihn sicher finden. Ja, keine Sorge. Ich habe das richtige Gerät dafür. Meine Sanduhr sollte mir helfen, ihn zu finden. Du gehst schon. Darf ich ihn bitte hauen? Bitte. Ich bin auch super zärtlich. Versprochen. Der geht danach nur schlafen. Für eine lange Zeit. Aber er schläft und dann ist er wenigstens ruhig. Dann halt, macht er den Mund nämlich nicht auf. Ich melde mich, wenn ich den Skarabäus gefunden habe. Hab ihn gefunden. Jetzt aber wirklich. Sprich mit Jafar an einer Hologrammstation. Okay, aber hier ist noch ein Zettel. Den nehmen wir jetzt auch auf. I'm lost. I should start reading a journal in case I start losing my memory. Okay, da fängt er an, auf Englisch zu reden. Hallo Jafar! Wie ich sehe, hast du die Hälfte meines Skarabäus gefunden. Deines Skarabäus? Ja, ich habe ihn doch erschaffen. Dein Fortschritt ist lobenswert, Mina. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung, dass wir die Katastrophe abwenden. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass das Juwel der Zeit in einem geheimen Gewölbe voller Schätze ist? Vielleicht wollte ich deinen Eifer testen. Allerdings hatte ich gehofft, dass Gaston die meiste Arbeit für dich erledigt und ich mir von ihm den Skarabäus-Schlüssel einfach nur nehmen müsste. Ich habe Gaston vor einiger Zeit mit dieser Aufgabe beauftragt. Aber dieser Schwachkopf hat anscheinend keinen Fortschritt gemacht. Ich glaube, dass er zu einsam war, um produktiv zu sein. Er hat sich einen Freund aus Kokosnüssen gebaut. Aus Kokosnüssen? Ja, wir haben ihn gefunden, während wir auf der Suche nach dem Skarabäus-Teil waren. Ich finde es irgendwie süß. Es wäre möglich, dass er jetzt mit Begleitung nützlicher ist. Die andere Hälfte des Skarabäus muss erst noch gefunden werden. Und Gaston könnte sich doch noch als nützlich erweisen. Begrenze deine Suche nicht auf die funkelnden Dünen. Der üppige Dschungel im Osten war immerhin mal eine Wüste. Na gut, ich sehe bei Gaston vorbei und mache mich dann wieder auf die Suche. Sieh nach Gaston und Le Fou. Ja. Wie läuft's, Gaston? Ich möchte sicher gehen, dass du eine Sache richtig verstehst, Mine. Kokosnuss Le Fou ist keine Art von Begleiter oder Spielzeug. Ich habe ihn nur zum Zeitvertreib gemacht. Wie man es mit einem Spielzeug machen würde? Das ist doch absurd. Ich bin ein erwachsener Mann. Spielzeug ist für Kinder. Das ist eigentlich ganz niedlich. Ist es nicht. Warum mache ich mir die Mühe? Warum interessiert es sich überhaupt, was ich von Kokos und Slifu halte? Das tut es nicht. Mich interessiert nur, was ich denke. Aber als ich zu meinem Lager zurückkam, wurde es mir viel zu klar. Ich bin vom gastonischen Weg abgekommen. Es ist an der Zeit, dass ich meine beeindruckenden Aktivitäten wieder aufnehme und aufhöre, wie ein erbärmlicher Zimmermann zu schnitzen. Ich muss weiterziehen. Hast du die Schwertscheide gefunden? Skarabäus, Gaston. Und ja, das habe ich. Eine Hälfte geschafft. Ausgezeichnet. Ich bin dem grenzenlosen Schatz ein Stück näher gekommen. Willst du vorankommen, indem du mir hilfst, das andere Skarabäus-Teil zu finden? Nicht jetzt. Ich muss erstmal eine Weile robuste und männliche Dinge tun. Darf ich fragen, was das bedeuten soll? Ach, du weißt schon, das Übliche. Von einem Gipfel in die Ferne starren. Mein Mut gegen die Kräfte der Natur zu testen. Sowas in der Art. Viel Glück, denke ich. Vielleicht entdecke ich das andere Skarabäus-Teil, während ich stoisch auf die Landschaft schaue. Stoisch, Entschuldigung. Also gut, ich werde mich in ein paar Stunden wieder bei dir melden. In der Zwischenzeit kann ich den wilden Dschungel erkunden und sehen, ob ich dort eine Spur zum Juwel der Zeit finde. Danke! Gaston ist nicht bereit, dir zu helfen, das nächste Skarabäus-Teil zu finden. Gib Gaston etwas Zeit, um wieder klarzukommen. Erkunde den wilden Dschungel, um zu sehen, wen du triffst. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mit Rapunzel anfangen. Ich wollte Rapunzel eigentlich zum Schluss machen.
Der Schwarm des wilden Dschungels. Ja, keine Ahnung. Da ist ja so ein komischer Fliegenschwarm. Gehen wir mal dahin. Aber da steht ja, wen du triffst. Das sieht mir nach einem Skarabäus aus da oben. Zumindest so halbwegs. Aber das ist anscheinend nicht das, was ich treffen soll. Also vielleicht doch Rapunzel. Muss ich jetzt mit Rapunzel reden? Ich mach einfach mal, komm. Hi! Oh, oh wow, du bist kein Dschungelfreund. Du bist ein Mensch. Hallo. Ich meine, hallo. Hallo. Ich liebe deinen Zopf. Dankeschön. Die Blumen fallen ein wenig heraus, aber was soll man machen? Das ist doch ein Abenteuer, oder? Es sieht toll aus. Danke. Wow, es ist so schön, jemanden zum Reden zu haben. Ich habe keine andere Person in diesem Dschungel gesehen, seit er ein Dschungel ist. Wow, okay. Was ist denn überhaupt ein Dschungelfreund? Oh, Dschungelfreunde sind ja nicht die Tiere hier. Diejenigen, die auf allen Vieren herumtraben. Sie haben wuschelige Schnauzen, die süßesten Ohren und es gibt sie in allen möglichen Farben. Du meinst sicher die Kapibaras. Kapibara? So werden sie genannt? Das ist toll. Und es ist auch toll, dass du hier bist. Es ist schön, dich kennenzulernen. Ich bin Mine. Ich freue mich so, dass du hier bist. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen, Mine. Mein Name ist Rapunzel. Wer war die letzte Person, die du gesehen hast? Nun, ich habe einen Mann in der Wüste getroffen. Er ist groß wie mein Freund Attila und er hat viel über sich geredet. Ich habe ihn gefragt, ob das Tal gefährlich ist, wie Mutter es mir immer gesagt hat. Aber er sagte, das Landesinnere sei so ungefährlich, dass es langweilig sei. Ich wusste, dass Mutter wieder nicht ehrlich zu mir war. Das ist schon mal passiert. Danach kam ich zurück in den Dschungel, um mehr über die Dinge nachzudenken. Es war also nicht immer ein Dschungel? Nein, früher gab es hier nur Sand und Ruinen. Von dem Turm, den ich gelebt habe, konnte man den ganzen Weg bis zum Landesinneren sehen. Dann wurde ich eines Tages wach und draußen war ein Dschungel. Der Turm war plötzlich sehr alt und bröckelig und Mutter war nicht da. Du meinst Mutter Gutel? Sie hat dich früher hier besucht? Fast jeden Tag. Als sie nicht mehr kam, habe ich mir solche Sorgen gemacht. Ich habe den Turm verlassen, um sie zu suchen und seitdem erforsche ich diesen unglaublichen Dschungel. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich bin auf der Suche nach einem Juwel der Zeit. Glänzend, magisch, notwendig, um die Insel der Ewigkeit vor der drohenden Zerstörung zu bewahren. Die Insel der Ewigkeit ist in Gefahr, aber die Kapibaras leben hier. Ich werde das verhindern, aber dazu brauche ich das Juwel. Ich habe im ganzen Dschungel nach meinen fehlenden Farben gesucht und viele schöne Steine gefunden, aber bis heute keinen magischen. Siehst du diese schwebenden grauen Felsen? Ich kann nicht an ihnen vorbeikommen, um hinter dieser uralten Tür weiterzusuchen. Die Felsen wirken ziemlich magisch. Sind sie das, wonach du suchst? Das sind Zeitanomalien. Zeitanomalien? Das klingt interessant. Weißt du, wie du sie umgehen kannst? Ja, überlass es einfach mir. Ich werde die schwebenden grauen Felsen wegräumen, damit wir uns die Tür genauer ansehen können. Okay, ja, ich muss jetzt warten, bis Gaston wieder klarkommt und so lange mit Rapunzel weitermachen. Entfernt. Sprich mit Rapunzel. Was hast du vom Boden aufgehoben? Es sieht wie ein Teil einer Sphäre aus. Und es ist aus dem gleichen goldenen Material wie die Sonne in der Tür. Genau. Ich glaube, es soll den Kern der Sonne darstellen. Aber es fehlen Teile. Ich wette, wenn wir sie finden und zusammensetzen, können wir die Tür öffnen. Das ist so aufregend. Hinter dieser Tür sind meine Farben, da bin ich mir ganz sicher. Glaubst du wirklich, dass deine Farben dort sind? Wer würde sie hier verstecken? Ich glaube, es war Mutter. Von meinem Fenster aus konnte ich jede Nacht die Lichter im Landesinneren sehen. Also habe ich sie als Wandgemälde an meine Wand gemalt. Die Lichter müssen aus den Häusern der Dorfbewohner stammen. Aber dann wurde Mutter wütend. Sie behauptete, ich sei undankbar gegenüber dem, was ich habe, und nahm mir die Farben weg, um sie irgendwo zu verstecken. Wir werden deine Farben und das Juwel der Zeit finden. Ich spüre es. Wir sind auf dem richtigen Weg. Vielleicht könntest du nach Teilen des Sonnenkerns zwischen den schwebenden Felsen auf der Insel suchen. Ich habe heute Morgen welche in der Steppe und bei den Docks gesehen. Dort könntest du anfangen zu suchen. Ich unterhalte mich so gern mit dir. Das ist nicht die Stimme aus dem Film. Sammel die rechtlichen Teile des Sonnenkerns ein. Baue die schwebenden grauen Felsen rund um die Insel ab, bis du die Teile des Sonnenkerns findest. Was habe ich denn aufgehoben? Das da. Okay. Das ist eine Dings von Rapunzel, glaube ich. Eine Erinnerung. Also so ein Rapunzels Kram, Tagebuch oder sowas immer auch, was auch immer.
Ich liebe die Sonne, den Wind, der mit den Blättern singt. Ich liebe das Lachen des Wassers und liebe das Tanzen in den Bächen, wie herrlich das klingt. Rapunzels Liedtexte, genau. Also Liedtext. Da ist noch so ein graues Ding. Boah, ey, ich muss hier echt mal aufräumen. Mache ich bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Ja, ich melde mich, wenn ich den Kram gefunden habe. Hier sind einige in der Wüste. Hier haben wir einen Teil. Super. Hier haben wir wieder einen Teil. Super. Stelle den Sonnenkern an der Werkbank wieder her. Ich habe übrigens so einen Kleidungsbeutel gefunden. In der Kiste. Blaue Abendhandschuhe. Super süß. Fußnägelgegenstände. Sonnenkern. Herstellen. Super. Öffne die uralte Tür hinter dem Wasserfall im Grasland mit dem Sonnenkern. Okay, machen wir. Hi. Interagieren. Geh mit Rapunzel durch die uralte Tür. Aha. Sprich mit ihr. Hi. Das ist so schön. Und schau mal da unten. Sieht das für dich nicht wie eine Uhr aus? Oder eine richtig große Sonnenuhr. Ja, genau, eine Sonnenuhr. Oh, aber was ist das auf dem Boden daneben? Sieht aus wie ein weiterer Sonnenkern. Ich weiß nicht, was das für ein Ort ist, aber spüre eine starke Magie in der Nähe. Schauen wir uns den Sonnenkern an. Unglaublich. Moment, erstmal muss ich mit der Guten ein Foto machen. Weil die Folge muss ich nämlich gleich schon wieder zu Ende machen. Beenden, zu Ende machen. Was ist heute mit meinem Deutsch eigentlich los, ey? Kannst du in die Tonne kloppen? Fange! Hab ihn gefangen. Entschuldigung. Der Sonnenkern sieht genauso aus wie der letzte. Wohin passt er? Hier hin? Rede mit Rapunzel. Wow, hast du das gespürt? Die Plattform hat sich ein wenig bewegt. Und sie macht ein tickendes Geräusch, genau wie eine Uhr. Eine Uhr, der ein paar Teile fehlen. Ich glaube, wir müssen den Mechanismus der Sonnenuhr in der Mitte reparieren, um auf die andere Insel zu kommen. Es sieht aus, als hätte jemand die Zahnräder entfernt. Das ist seltsam. Ich habe ein paar goldene Zahnräder auf der Insel gesehen. Vielleicht brauchen wir die, um die Sonnenuhr zu reparieren? Ist das ein Versuch wert? Ich werde die Insel nach Teilen der Sonnenuhr absuchen. Auf Wiedersehen und komm bald wieder. Ah, da ist eine andere Insel. Also runterspringen will ich hier jetzt nicht so unbedingt. Ah, das geht dann bestimmt darüber. Okay. Such auf der Insel nach schwebenden Zahnrädern. Gut, die suchen wir jetzt noch, aber dann machen wir die Folge auch. Dann beende ich die Folge auch. Ein Zahnrad habe ich gefunden. Da ist doch ein Zettel von Rapunzel. Die sammeln wir direkt mal auf. Könnte Mutter mich jetzt sehen? Würde sie es verstehen? Mir geht es hier besser, muss ich gestehen. Kann selbstsicher weitergehen. Ah, das hat sie durchgestrichen. Und noch einer. Die Sonne nährt alles, auch mich. In dieser Welt geht es mir gut. Obwohl du willst, dass ich bleibe in deiner Obhut. Noch einer. Macht sie sich Sorgen um mich? Ich mache mir Sorgen um sie. Ich wünsche, sie würde es bereuen, wie noch nie. Ich habe noch einen Zettel gefunden. Gras unter meinen Füßen fallen, der Duft der Blumen ist so rein. Niemals kehre ich zurück, diese Freiheit ist nun mein. Ja, das unterschreibe ich. Ah! Ich wusste nicht, dass die hier rumfliegen. Also wirklich sich bewegen. Hier ist noch ein Zettel. Mutter hatte mein Vertrauen, aber es ging wohl verloren. Draußen in der großen, weiten Welt fühle ich mich nicht mehr geborgen. Irgendwie allein und frei. So viele Faktoren. Ich fühle mich wie neu geboren. Ah! Der kam jetzt nicht so einfach über die Lippen. Da hinten rast noch eins rum. Ich habe es gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Hier liegt noch eins. Und hier fliegt eins. Nein, ich hätte es fast gehabt. Hab's. Prima.
Da rennt noch eins. Hab dich. Hier ist auch noch eins. Und da unten rast noch eins. Hab dich. Zwei fehlen noch. Da liegt, schwebt noch eins. Ein einziges fehlt noch. Oh mein Gott, ich hab's gefunden. Hier fliegt das rum. Ist. Oh, meine Güte, ey. Zeig Rapunzel alle Zahnräder. Du hast alle Zahnräder gefunden, die wir für die Sonnenuhr brauchen. Das ist fantastisch. Ich glaube, ich habe herausgefunden, wie es funktioniert, während du weg warst. Mal sehen, ob ich richtig liege. Puh, die Zahnräder passen. Du solltest versuchen, die Sonnenuhr zu benutzen. Auf Wiedersehen. Rumpelnde und schleifende Geräusche untersuche die Sonnenuhr. Tja, aber... Das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!